Rudalova ist nämlich Elfte. Sie war Zwölfte mit dem Reifen, Neunte mit dem Ball. Wenn das so weitergeht, könnte sie es ja schaffen und wirklich noch im Finale stehen. Sie ist übrigens Bandspezialistin. Aber nun erstmal Svetlana Rudalova mit den Keulen. Das war knapp. Wenn ein Gerät oder der Fuß der Athletin über die rote Linie also schreitet, beziehungsweise die Matte verlässt, dann gibt's Abzug.